Moin moin meine Lieben und frohe Ostern. So, wir haben gestern hier schön gesät ohne Ende. Wir haben auch fast alles fertig gekriegt. Nur habe ich noch mal in den Akten geguckt, haben wir doch noch eine Koppel vergessen. Wie konnte denn sowas passieren? Oder was heißt eine Koppel vergessen? Aber die haben wir noch gar nicht vorbereitet. Und das ist sie oben am Wald. Ja. Steffi ist noch am Sehen auf unserer neu angelegten Koppel da, die wir, das Pachtland, was wir ja eigentlich von Dieter hatten, das haben wir ja umgepflügt, die Graskoppel, und da hauen wir jetzt mal einmal Raps rein, dass mal einmal was anderes drin ist, und ja, das sind nachher irgendwo über 10 Hektar. Das ist doch eine ganz schöne Ecke, aber die werden wir dann nächstes Jahr umbrechen und dann gleich in Gras hauen. Also dann Gras reinsehen und oh. So, wir werden jetzt mal einmal den Fendt nehmen und grubbern, dass ihr den dann auch mal seht. So. Da ist die Koppel schon drinne. Gut. So. Gut. Ja, würde ich sagen, Abfahrt. Grube hatten wir hinter, ne? Ja, das steht noch hier von gestern so. Da war Steffi ja die ganze Zeit mit unterwegs. Und sagt sie, heute will sie mal John Deere fahren. Und seht sie das noch fertig. Na gut, das muss sie auch lernen. Ja, Tuta hat frei. Heute, die hat erstmal noch so ein paar Sachen zu erledigen. Naja, muss ja auch mal sein, ne? Familie besuchen und so. Wir hatten hier heute Morgen noch alle zusammen im Hühnerstall Eier gesucht. Ne? Naja, kennt ihr ja. So, und ja, guck, schreien sie immer noch, ganz aufgeregt. Naja. Ja, der hat schon 10 Stunden runter jetzt hier. Der hat gestern von morgens bis abends durchgearbeitet. Naja, nicht ganz, aber mit Pausen, ne? Und ja, ich sag ja, bis auf diese Koppel jetzt hier haben wir alles besät. Ja, haben richtig durchgerockt. Die Nachbarsjungs hatten auch noch mitgeholfen. Ich habe noch die Trecker hier von Dieter, die haben wir dann auch noch mit aktiviert. Ja, alle Trecker in Gang gehabt. Habe ich heute Morgen schon Mist vorgeladen. Wir kriegen jetzt mit diesem, ja, was ist das, 6,5 Tonner, glaube ich. Kriegen wir knapp 2000 Euro. Also, es ist, bevor ich das jetzt hier auf die Koppeln fahre, dann verkaufe ich das lieber. Es gibt ja noch mal ein paar Talers, ne? Die können wir immer gut gebrauchen. Und warum nicht? Kann man alles mitnehmen. Und die haben nun Notstand und dann, jo. Ja, hier war ja Mais drauf. Aber der ist ja leider nichts geworden. Der ist hier bei der Nässe im Herbst, ist der total im Eimer gegangen. Und ja, wo wir nachher im Frost kamen, war der eigentlich, ja, hat die Biogasanlage gesagt, nee, Leute, ist nett gemeint. Aber da kriegen wir nichts mehr raus, da können wir nichts mehr rausgasen. Und für die Tiere konnte ich es auch nicht mehr nehmen. Ja, das war einmal verschenkt, ne? Aber wir haben Ausfallgeld gekriegt. Also war es jetzt nicht ganz so schlimm. Ja. Naja.
Aber hier wird wieder Mais reinkommen. Jo. Ja, und dann müssen wir auch sehen, dass wir dann düngen. Ganz wichtig. Düng, 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 düng. Tja. Oh, ja, da eine Ecke gar nicht mitgekriegt. Da ist, glaube ich, so eine Bodenwelle noch drin. Ja. Springt da überweg. Naja. Muss man nachher nochmal extra nachholen. Ja. Ja, so stand der Dinge, ne? Immer was zu tun hier. Ne, aber das war eine Aktion gestern. Mann, Mann. Einer auf dem Flug. Oder zwei auf dem Flug teilweise. Denn hier einer auf dem Grubber. Da hat Steffi ja gemacht. Denn Tuta, die hat gedrillt. Ja, und ich hab geflügt, ne? Immer gib Gas. Nicht viel Pause machen. Oh. Ja, und dann kamen die beiden Nachbarsjungen noch an. Oh, können wir helfen, können wir helfen? Und dann fiel mir ein, halt, ihr habt doch hier den 6000er Hirsch von Dieter mit Dreischarflug. Und dann hier unten die Lüttenecken. Oh, da haben sie da ein bisschen rumgetobt. Und den Güldner habe ich auch aktiviert. Da war der eine ganz heiß drauf. Oh. Hat er die Amazone hintergekriegt und dann durfte er ein bisschen Weizen drillen. Der war völlig heiß gelaufen. Naja. Na gut, die haben auch Langeweile, ne? Jetzt Osterferien und so, nichts zu tun und naja, wie das denn so ist. Jo. Die hatten ihren Spaß. Ich habe alles fertig. Auch gut. Jo, und hier werden wir nochmal gemütlich einen Mais reindrillen und dann passt hat. Für den Biogorse, ne? Damit die dann auch mal ein bisschen Stoff haben da. Mensch, wieso nimmt er die Welle hier nicht mit? Naja, gut. Jo. Ja, hier werden wir dann auch, seht ihr die Gassen, hier werden wir dann auch auf 24 Meter gehen. Wenn wir jetzt die Spritze auf 24 Meter und die Spritze auf 24 Meter, das passt dann so zusammen. Und ja, güllen werden wir wahrscheinlich jetzt nur noch die grünen Flächen, weil so viel Gülle kriegen wir gar nicht, so viel Gülle kriegen wir gar nicht zusammen, dass wir alle Felder güllen können. Und jo. Ja, ich weiß nicht, ob wir nochmal an die Schweine gehen oder so, aber da muss ich einfach zu viel investieren. Ich meine, Dieter hat ja nun einiges neu gemacht und dies und das, aber ich finde, das lohnt sich nicht, nur um jetzt Gülle zu kriegen. Und wir haben ja jetzt hier mit der Biogasanlage, da können wir dann nachher quasi das Abfallprodukt, die Flüssiganteile, die können wir dann hier auf die Koppeln streuen, als Dünger noch mitnehmen und dann können wir auf jeden Fall alle Koppeln düngen. Und da bin ich jetzt immer aktuell noch am Suchen, so für die Zukunft, jetzt nicht sofort, ob wir da dann für nächstes Jahr nochmal irgendwie, ja, halt einen Güllewagen kriegen auf 24 Meter. Das wäre natürlich schön. Bei dem wir jetzt haben, der streut 12. So muss ich ja immer zwischenfahren dann. Und über die Frucht fahren. Und das möchte ich nicht so gerne. Naja. Aber ich sag mal, fürs Grünland ist das echt gut. Und ja gut, wenn man dann vorm
Also wenn es gerade gekeimt hat und dann ein bisschen Frostwetter ist, dann kann man auch mal zwischenfahren. Aber da muss richtig Frost sein und ja, dann ist wieder das Problem, dass man dann eigentlich keine Gülle fahren darf. Naja. Also denke ich, werden wir da drauf dann ganz verzichten. Nun sagte der von der Biogasanlage auch, dass wir ihm vielleicht sogar Gülle bringen können im Notfall. Kann er da immer noch mal einen Schluck mit reinkippen zum Vergasen. Naja, wollen wir mal sehen. Aber bis jetzt sind wir die Gülle ja immer noch gut losgeworden. Und ja. Bis jetzt haben wir noch keinen Engpass gehabt. Na gut. Ja, aber diesen Träger, da bin ich richtig stolz drauf. Ja, hier kann man auch AdBlue tanken. Da muss ich auch mal sehen, hier, wo ich das im Dorf kriege. Ich meine, da läuft auch so ganz normal mit Diesel. Aber dann ein bisschen für die Umwelt, wenn er das dann schon hat. Da bin ich dann ja auch noch ein bisschen am gucken, wo ich sowas kriege. Wenn das jemand weiß, kann er das ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Bis jetzt bin ich da noch nicht so richtig auf eine Spur gekommen. Dass es das gibt und schön ist und toll ist, das habe ich schon überall gelesen. Aber ich weiß nicht, wo ich das bekomme oder wo ich das runterladen kann oder wie auch immer. Naja, egal. Aber es kann ja dann mal einer, wenn er das dann weiß, in die Kommentare reinsetzen, vielleicht sogar mit einem Link. Und dann kann ich mir das mal runterladen oder so. Ja, wäre nett. Ja, wir hatten Ostern viel so mit Familie und sowas alles, ne? Deswegen jetzt immer nur ein Video. Vielleicht, mal sehen, wenn ich morgen rechtzeitig hoch bin, ob ich nochmal einen Livestream mache. Muss ich mal sehen. Das nur mal so nebenbei. Und jetzt wieder zurück zum Hof. Ne? Ich will auch noch die Map hier so ein ganz klein bisschen umbauen. Ich hatte erst überlegt, ob ich das vielleicht mal einen Stream von mache. Nur, es ist ja nicht meine Map. Ne? Die hat ja mal ein Modder gebaut. So, und ich möchte auch nicht. Ich kenne den Modder auch nicht und ich will den jetzt auch nicht irgendwie schlecht machen oder sowas. Nur ich habe sie halt für mich privat ein bisschen umgebaut. So, und ja. Nur jetzt möchte ich nicht zeigen, wie ich seine Map umbaue. Also, das finde ich, gehört sich nicht. Und ich mache es ja für mich. Ich teile es zwar mit euch, aber ich will jetzt die Map auch nicht irgendwie veröffentlichen oder sowas oder irgendwas. Also die wird es nirgends geben, die hab nur ich. Und ja, das nur mal so am Rande. Und ja, deswegen ist das auch schwer, dass wenn jemand mitspielen möchte oder irgendwas, das geht leider nicht im Livestream, ne? Und auch privat wird es nicht gehen, also weil ich habe mich in dieser Map so festgearbeitet und die gefällt mir halt gut und naja, so nur mal dazu. Das wollte ich mal loswerden und wenn das einer dann schade findet, tut es mir natürlich leid, aber ich sag mal, ich bin ja trotzdem dafür offen, vielleicht mal mit jemandem zusammenzuspielen. Aber dann müssen wir uns halt eine andere Map suchen und gut. Also auf dieser wird es dann nicht gehen. Und naja. Guti. Ja. Naja, aber der Fan, der dreht seine Runden hier. Das passt, das sieht gut aus.
Ja, wie habt ihr denn so Ostern bis jetzt verbracht? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. So, nun werden wir einfach mal hier eine Bahn zwischennehmen. Muss man nicht immer so kurz um die Ecken hier. Gesät als letztes Jahr. Na gut, nun haben wir auch ein bisschen mehr Koppel und Fläche, aber was wollte ich sagen? Nee, wir haben ein bisschen dicker gesät. Aus dem Grund, ich möchte nicht mehr so viel spritzen. Also ich möchte nur noch mit einem Spritzgang klarkommen. Und mir wurde jetzt kürzlich erzählt, irgendwie vom Bauern, dass wenn du ein bisschen dicker siehst, gut, du hast natürlich nachher Probleme mit dem Mähdrescher noch so richtig reinzukommen, aber wenn du dann dieses, so ein Mix-Spritz da ist dann ein bisschen, dass das ein bisschen kürzer gespritzt ist und halt enger steht, gibt es weniger Unkrautbildung. Und jo, das will ich mal ausprobieren. Jo, das haben wir ein bisschen dicker gesät und naja, schauen wir mal. Vielleicht werden wir dann auch ein bisschen mehr Ertrag haben und wäre ja schön. Wenn wir mal von unserem Schuldenberg runterkommen, weil nun haben wir ja hinten die Koppel da noch gekauft, da. Boah. Na gut, da habe ich einen Kredit für aufgenommen, den zahlen wir 10 Jahre ab. Weil die Koppel, die hat 1,9 Millionen gekostet. Das habe ich ja hier noch nie erwirtschaftet. In der ganzen Zeit, wo ich hier bin. Naja. Gut, dann haben wir oben im Dorf ja das Stück Gewerbegebiet natürlich noch verkauft. Da gab es ja auch eine halbe Million und das haben wir schon mal als Anzahlung, aber trotzdem 1,5 Millionen mal eben abzahlen hier. Und dann hatte ich ja mein Haus noch gebaut. Naja, dann die Halle gebaut. So, dann waren die 500 auch schon wieder weg, also sind wir immer noch bei. Also so richtig viel, ne? Naja. Aber es hört sich alles viel an, aber gut. Ja, und die Träger, die haben wir eigentlich immer alle bar bezahlt. Oder was heißt bar? Das Geld war kurz auf dem Konto und dann zack, bezahlt. War Geld wieder weg, ne? Weil viel Plus darf man natürlich mit so einem Hof nicht machen. Man muss immer investieren und eben mal ein paar Sachen austauschen, um eben ein bisschen Geld zu sparen. Sonst kommt Vater Staat und sagt hier, ey Leute, gib mal her von deinem großen Kuchen, wir wollen auch noch was haben. So. Und dann kaufen wir lieber nochmal schnell irgendwas. Jo, so ist das. Tjo. Na gut, Leute. Heute ein bisschen langweilig, vielleicht nur am Grubbern, aber gut. Ist nun mal so. Muss ja auch fertig. Ne? Jo, dann wünsche ich euch noch, wie gesagt, frohe Ostern und einen schönen Abend, ne? Und
Wir werden gleich noch mal kurz das Foto machen. Und kurz am Pedal hängen geblieben. Ja, also frohe Ostern und so. Und auch an eure Familien und, ne? Und jo. Gucken. Zack. Wird ein Dichter. So. Guck mal, das ist doch ein Schenken. Zack. So, ja, dann noch einen schönen Abend und jo, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder ein Abo. Und wie gesagt, wenn das einer mit dem AdBlue hier weiß, kann er mir mal den Link reinsetzen. Und jo, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.